Der BER-Untersuchungsausschuss ist heute endlich mal einen Schritt weitergekommen. Wir haben heute einen Flughafenprofi gesehen, den Herrn Ammann, der 15 Jahre in Frankfurt gearbeitet hat. Und es ist ganz klar geworden nach der heutigen Vernehmung, der größte Fehler war, dass man den Planer rausgeschmissen hat, den Generalplaner, nach der ersten Nichteröffnung. Und der zweite, dass man den, der systematisch die Mängel aufklären wollte, kaltgestellt hat. Kaltgestellt hat den Medorn, das war der Kandidat der Politik. Das war ein großer Fehler und das ist eigentlich die Dramatik in der ganzen Geschichte bis heute. Ein weiterer Punkt, der deutlich geworden ist, dass die jetzt erst offenbar neu bekannt gewordene Sachlage, dass die Südbahn quasi unter Wasser steht, die Kabelschächte, dass das damals schon bekannt war. Und dann aber der Herr Ammann, der sich darum hätte kümmern müssen, dann später in einer weiteren Betriebnahme schon nicht mehr da war, um sich darum zu kümmern. Die Frage, die jetzt offen bleibt und die werden wir natürlich auch klären, wie konnte es sein, dass das jetzt erst wieder hochpoppt, wieder vor der Inbetriebnahme, die ja 2020 ansteht, das ist eigentlich nicht zu fassen, dass das jetzt nochmal hochkommt und angeblich 10 Millionen kosten soll. Das hätte man viel früher beheben müssen. Bekannt ist es offenbar schon seit 2012. Für die AfD bedeutet das, dieser Flughafen wird 2020 nicht fertig und wir bestehen auf dem Sonderausschuss. Wir müssen künftig das Flughafensystem parlamentarisch mitberaten und planen. Das geht nicht mit dem Untersuchungsausschuss und das geht auch nicht mit dem Mitteilungsausschuss. Dazu brauchen wir ein besonderes Gremium und die normative Kraft des Faktischen wird den auch irgendwann bringen.